bin heute bei Sally, deshalb ein anderer Hintergrund als sonst. Und ihr, also ich spreche mich auf heute, aber dazu kommt vielleicht ein separates Video. Ja. Ich muss mich jetzt erstmal umziehen, weil es ist gerade fast 10 Uhr und wir müssen um 11 Uhr schon bei einem Meeting sein hier in Südkorea. Ja. Das ist euer Zeichen, mich zu abonnieren, weil viele von euch gucken immer meine Videos, aber haben mich nicht abonniert. Leute, abonniert mich einfach. Ich liebe euch. Übrigens hat Celine hier eben gekocht, und zwar solche Tortilla Wraps mit Ei, Tomate, Avocado und Spinat. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Aber diese Tortillas sind leider so klein. Wir dachten, die sind größer. Heute ziehe ich auch Klamotten von Celine an. Sie schminkt sich da übrigens gerade. Sag mal hallo. Hi, ich glätte jetzt meine Haare und danach werde ich von Celine geschminkt. Cool. Übrigens hat das Oberteil hier einen Knopf verloren. Das heißt, ich hoffe, man kann hier nicht durchsehen, weil ich habe da drunter nur ein BH. Das wäre natürlich nicht so geil. Wir sind jetzt auch fertig geschminkt. Celine hat mich geschminkt. Wie findet ihr das? Sehe ich jetzt aus wie sie? Ich sehe aus wie sie, vielleicht brauner. Ja. Unser Blick gerade. Wir sind jetzt auf dem Weg zu diesem Café. Ich weiß zwar nicht genau, was das werden soll, aber mal gucken. Bei dem Meeting konnte ich nicht mitfilmen, weil das war halt ein bisschen Business-Meeting-haft, aber wir sind halt danach wieder in ein Café gegangen, diesen Café, den ihr auch gerade seht. Das war richtig cute da, schön rosa, und alle Cafés in Südkorea sind eigentlich geil eingerichtet. Also Leute, ich weiß nicht, wenn man in Cafés in Südkorea geht, da kann man einfach nichts falsch machen. Ich habe mir natürlich wie immer eine Schokolatte bestellt, also das ist einfach so Kakao-Schokomilch. Ich liebe das, also das ist immer, wie gesagt, meine Go-To-Bestellung. Und gegenüber von uns war einfach so ein Paris-Café. Also was heißt Paris, aber das ist diese eine Fußballmannschaft, die kennt ihr bestimmt safe. Finde ich voll cool, da würde ich meinen Bruder gerne mal hinbringen. So Leute, jetzt ist auch die Freundin von Celine gekommen. Hello, what's your name? My name is Dana. Dana, yes. Ja, und wir fahren jetzt kurz zu Celine und müssen ihre Tasche abholen, weil sie hat sich eine Dieseltasche geholt und da sind schon 4 Steine abgefallen. Jetzt gehen wir nach Itaewon und die zurückgeben. She's like, what are they saying? Ich bin jetzt in Itaewon und hier könnt ihr einmal die Tasche sehen. Also sie hat die wirklich vor einer Woche geholt und hier fehlen einfach richtig viele Steine. Also Quality Diesel, Shit Quality. Wie schön es hier aussieht. It's a vibe. Yeah, wow. Ich muss sagen, ich bin wirklich so müde, weil wir sind wirklich seit 9 Uhr schon wach und ich konnte auch nicht gut schlafen wegen Sally. Sie hat die ganze Zeit auf ihr Handy rumgetippt, die ganze Nacht, deshalb. Ja. Let's go. Oh mein Gott, das sieht so cool aus hier. Celine konnte Gott sei Dank ihre Tasche umtauschen und hat jetzt neue gekriegt mit vernünftigen Steinchen. Und ich fand diesen Laden einfach so cool. Also der hat so geile Taschen. Ich will auch so eine Tasche, aber ich habe kein Geld momentan. Deshalb lassen wir es. Sie hat jetzt ihre Tasche umgetauscht. Die meinten für mich, ich darf drin nicht filmen. Ich so, okay, aber warum darf ich Fotos machen, aber nicht filmen? Verstehe ich nicht. Wir sind allgemein heute richtig viel spazieren gegangen, haben einfach Itaewon ein bisschen abgecheckt und da waren überall so schöne Blumen und das muss ich natürlich mitfilmen und natürlich auch mich, weil ich bin auch schön. Und in Itaewon war auch dieses The Black Label, das kennt ihr bestimmt auch, das arbeitet glaube ich mit YG zusammen und so. Danach sind wir in ein türkisches Restaurant gegangen, beziehungsweise in eine türkische Bäckerei, und zwar Kervan, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Korea ein bisschen kennt, richtig cool. Aber Leute, eine Baklava Box hat da einfach 50.000 Won gekostet, also ich war echt schockiert, als ich das gesehen habe. Aber unsere koreanische Freundin wollte Lok mal probieren, sie fand das so lecker. Und sie musste auch unbedingt Kaimak probieren. Wir wollten auch, dass sie Kaimak probiert. Und sie hat sich einfach türkischen Tee kalt geholt. Das fand ich voll komisch, dass es einfach türkischen Tee kalt gab. Ich habe mir natürlich heiß geholt mit Zucker drin, weil so muss ich immer meinen Chai trinken, Leute. Das ist einfach der OG-Chai-Trinkweg. Celine hat ihr dann gezeigt, wie man das genau isst. Also sie hat dann einfach so ein Simit genommen, dieses Kaimak draufgemacht und dann Honig oben drauf. Und dann hat sie das snacken lassen. Und wie gesagt, sie fand das einfach fantastisch. Ich wollte auch so gerne mit essen, aber ich dachte mir, nein, ich kann gerade nicht, weil ich habe heute schon 2 Tortilla Wraps gegessen. Das hat weh getan. Wir sind dann noch direkt weiter und ich wusste gar nicht, dass es in Itaewon so viele verschiedene Boutiquen gibt. Aber Leute, die haben zwar sehr schöne Klamotten, aber Leute, diese Preise, wirklich, ich habe geheult. Die wollten einfach für so einen Rock fast 100 Euro, sogar so eine Cap hat schon fast 30 Euro gekostet. Und das bin ich nicht gewohnt und so viel will ich auch nicht ausgeben. Und es gab wirklich schon sehr oft hier Fälle, wo ich meinte, okay, ich will das, aber dann der Preis. Und die haben auch voll viele komische, beliebte Brands. Also ich weiß nicht, Koreaner hypen immer so komische Brands, die eigentlich gar nicht so cool sind. Aber wenn die im Trend sind, dann will das eh jeder, weil die folgen einfach jedem Trend. Dieser eine Laden, wo ich gerade drin bin, was ihr seht, war eigentlich relativ günstig und hatte auch so einen coolen Kleid. Aber diese Träger waren irgendwie komisch. Ich finde, diese Träger haben nicht gepasst. Aber ja, Leute, an sich gibt es ja coole Klamotten. Also wir sind hier gerade in der Shopping Street aus Itaewon. Aber das Problem ist halt, dass es heute Montag ist. Und an Montag haben irgendwie viele Sachen in Korea zu. Nicht alles, so wie in Deutschland. Am Sonntag ist irgendwie alles geschlossen, aber schon so ein paar Läden. Danach sind wir auch in ein Fotobooth gegangen. Und Leute, in Korea gibt es in jeder Ecke diese Fotobooths. Das habe ich euch auch so oft auf TikTok gesagt. Und es gibt hier auch solche Haarreifen, die man dann anziehen kann für die Bilder. Aber das haben wir nicht angezogen, weil wir wollten ohne schön aussehen. Es ist auch relativ günstig. 4 Bilder einfach nur 5 Euro.
Und ja, man guckt dann einfach da in die Kamera und das sind sogar sehr gute Kameras. Sucht sich dann die Bilder aus, die man mag. Und ich persönlich habe mir nichts ausgesucht, weil ich fand mich irgendwie überall hässlich. Aber egal, es ist einfach eine Erinnerung mit Freunden. Das Coole an diesen Bildern ist, das hat immer einen QR-Code und das kann man dann mit dem Handy scannen. Und dann kann man sich das Bild runterladen und sogar ein Video, wie man da halt postet. Und es gibt dann auch immer so eine Plastikfolie, wo man das so reintun kann, damit das nicht kaputt geht. Finde ich mega cool. Und dann machen wir wieder weiter shoppen. Fragt mich nicht, was wir mit diesem Shoppen haben. Aber Korea hat einfach überall diese süßen Läden. Aber wie gesagt, es war wieder einfach so unnormal überteuert. Also so ein Strickding gefühlt 50 Euro, das ist mir zu viel. Also ab irgendeinem Punkt war das einfach nicht mehr shoppen oder so. Das war einfach nur gucken. Guck mal, diese fetten Teddybears hier haben über 1000 Euro gekostet. Und ich frage mich nur, wer kauft das? Okay, ehrlich gesagt, ich würde mir das auch kaufen, weil irgendwie ist das ein Vibe. Aber nee, das kostet mehr als meine Miete hier in Korea. Also ich weiß nicht. Da sind wir auch rausgegangen und da war so ein cooles Motorrad. Das hatte auch so einen Retro-Vintage-Vibe. Richtig cool. Dann waren wir auch im Taxi und sind weitergefahren, Leute. Ratet mal, wohin. Jetzt im Taxi und wir gehen jetzt zu Haebangchun. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, wir haben auch in Korea. Das ist Mokmyeok-san. Mokmyeok-Mountain. Mokmyeok-san ist es. Aber wir haben gerade von dem Taxifahrer noch eine Geschichtslesson gekriegt. Und ja, er hat uns jetzt hier abgelassen. Jetzt sieh, was hier ist. Hier sieht es schön aus. Früchte. Leute, einfach 15.000 Won. Aber es ist so teuer in Korea. Actually, this is not that expensive. Das ist ein guter Preis für Korea. Also Leute, die Gegend hier sieht so cool aus. Slay. Hier gibt es wohl Hunde und so drin. Voll cool. Also ein Hundecafé sozusagen. Go in. Sollen wir rein? Rein? Yes. Okay. Oh mein Gott. Was ist das? Leute, das war doch kein Hundecafé, da war nur so ein Hund. Und das war so ein süßer Hund, Leute. Ich habe mich in diesen Hund verliebt. Der war wirklich so sozial, der hat da jeden geliebt. Also das ist nicht irgendwie so Tierquälerei oder so, bevor das irgendjemand sagt. Der hat das geliebt. Also der ist zu jedem gekommen, dieser Hund. Und oh, ich will den wieder haben. An diesen Tablets konnte man sich dann Getränke bestellen. Und ich habe mir natürlich wieder einen Kakao geholt. Und das Bild von Kakao ist einfach so ein Hund. Dieses Café war einfach richtig lustig und irgendwie voll cool. Es gab da jetzt nicht so viel Auswahl von Getränken, aber wisst ihr was, das war mir sowas von egal. Mal, hier steht einfach, ist der Chef hübsch oder hässlich? Und wenn man hässlich aussucht, dann muss man einfach 5 Millionen Won bezahlen. Wir gehen jetzt türkisch essen und zwar bei dem Pelvan-Restaurant in Itaewon. Und wir laufen da jetzt hin. Der Weg dauert einfach eine halbe Stunde oder so, aber es ist in Ordnung, weil wir wollen Kalorien verbrennen. Wow, Leute, schaut euch mal die Aussicht von hier an. Hier ist auch dieser Namsan Tower. Richtig schön hier. Geil. So cool aus. Jetzt gehen wir hier rein und türkisch essen. Die haben hier echt leckere Sachen. Slay. Wir haben jetzt einmal dieses Iskender Kebab hier geholt. Ich hoffe, das wird schmecken, weil sie wollte das unbedingt essen. Als Vorspeise erstmal Suppe. Brot. Lecker. Die denken, wir sind Couples und geben uns 4 Strohhalme. Geil. Ich habe das auch nicht großartig gefilmt. Ich habe einfach meine Suppe gegessen und ich habe auch den Rest, wie ich gegessen habe, nicht gefilmt, weil ich es einfach vergessen habe. Tut mir leid. Ist lecker gewesen. Kann ich empfehlen. Berlin hat jetzt ihre Dieseltasche in dem Fotobuch einfach liegen lassen. Und jetzt gehen wir da hin und gucken, ob die noch da ist. Es ist 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden her. Mal gucken. Dani, glaubst du, ihre Tasche wird noch da sein? Ich glaube schon, ja. Celine, glaubst du, deine Tasche wird noch da sein? Ich hoffe. What do you think? It will be there? Yes, no, maybe? Maybe no. Maybe no. Ich glaube. Falls ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, ob das noch da sein wird oder nicht. Wir sind jetzt gleich da. Ihr habt unsere Reaktion gesehen. Korea ist einfach crazy. Die lag da einfach 3 Stunden lang ohne irgendwas und keiner hat die geklaut. Also wirklich, Deutschland could never. Wir waren schockiert, wirklich. Hätte ich tatsächlich von Itaewon nicht gedacht. Leute, hier sind Wohnungen, auch von berühmten Leuten, also so BTS und so. Die haben da Wohnungen. Ein paar Member und auch die Dragon und so, also richtig krass. Jetzt gehen wir an Hangang River hier und sind endlich angekommen, Alter, nach 10 Stunden laufen. So Leute, ich und Dani sind jetzt zurück nach Hause. Ja, Deutsch, auf dem Weg nach Hause. Und wir haben jetzt ein paar Videos hier geschnitten. Und ja, dieser Bus ist gerade so ein Vibe, weil es ist gerade Sonnenuntergang. Hast du es gesehen? Das verstehe ich nicht, aber nicht. Mach mal runter. Guck mal, gleich ist es gerade Sonnenuntergang. Mir ist schlecht. Pech. Und ja, ich hoffe, dieser Vlog war lang genug. Falls ja, keine Ahnung, ich zeige euch erstmal die Video. Leute, schaut euch diesen Vibe an. Damn. Geil. Es
Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Tag und das Gefühl in diesem Bus war wirklich auch richtig cool. Falls euch diese langen Vlogs gefallen, Leute, dann zeigt mir das bitte, damit ich die Motivation habe, mehr solche Vlogs zu machen, okay? Deshalb abonniert mich, lasst einen Kommentar da, teilt das oder macht was auch immer ihr mal machen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, Abend oder Morgen oder was auch immer. Und wir sehen uns, liebe Leute.